ob ich das Intra Peach probieren darf heute im Training. Und er hat gesagt, ja, ich darf heute 30 Gramm im Training trinken. Und ich freue mich so, so sehr, 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 sehr darüber. Wieder, und zwar nicht irgendein Final Protein. Final Protein Milk Chocolate. Oh mein Gott, ich kann es noch nicht glauben. Und das wurde sogar dreimal im Frühstück. Im Pre- und im Post. Es ist so lecker, Leute. Vanille ist auch richtig geil, aber Schoki ist nochmal der absolute Hammer. Und als gestern meine ESM-Bestellung vor der Tür stand, inklusive natürlich meiner Weihe-Produkte, mein Tag hätte nicht mehr besser sein können. Er hätte nicht mehr besser sein können. Ich zeige euch später noch, was ich bekomme. Ich habe mir jetzt nach 6 Wochen neues Mandelmus kaufen müssen, weil das Glas auch mal leer war. Herzlichen Glückwunsch, Schule. Und ich habe jetzt mal Crunchy Almond Butter genommen. Da habe ich Bock drauf. Obwohl ich es eigentlich lieber flüssig mag. Aber sieht geil aus. Und das sind locker jetzt 10 Gramm schon. Mindestens. 11,4. Super. Okay, jetzt ganz kurz, wie geil sieht das aus? Ich freue mich fast mehr als gestern. 50 Gramm, 15 Gramm, 10 Gramm, 22 Gramm. Yes. Good morning, in the morning. Oh, entschuldigt, ey, ich habe schon wieder ein Morning Face und Morning Hair, aber ich glaube, ich muss mich jetzt hier auch nicht mehr verstecken. Ich bin schon in aller Realness, spätestens nach dem letzten Video hier auf YouTube unterwegs. Wie geht's euch? Mir geht's heute gut. Mein Gewicht ist hochgegangen auf 61,0. Ich war ja gestern am Refeed-Tag bei 59,8 und habe dann ja gestern die 200 Gramm Carbs extra gegessen. Und mich stresst das Gewicht überhaupt gar nicht, wirklich überhaupt gar nicht. Also wirklich, weil ich halt weiß, dass es wieder rausgeht und weil ich weiß, dass es Wasser ist. Und für euch nochmal als kleine Rechnung. Pro Gramm Glykogen, das in der Muskulatur oder auch in der Leber gespeichert wird, werden ca. 3 Gramm Wasser mitgebunden. Das heißt, ich habe gestern 300 Gramm Kohlenhydrate gegessen. Davon werden natürlich nicht alle in der Muskulatur oder im Körper grundsätzlich als Glykogen gespeichert. Weil es wird ja auch etwas als Energie genutzt. Aber dadurch, dass ich mich gestern nicht so viel bewegt habe, weil ich Rest Day hatte, beziehungsweise nicht so viel Glykogen genutzt, verbraucht habe, sind bestimmt, lass mich lügen, 200 Gramm von diesen 300 Gramm als Glykogen gespeichert worden. Und wenn ich jetzt 200 Gramm Glykogen speichere, dann habe ich ja schon mal 200 Gramm mehr auf der Waage, weil einfach Glykogen mehr in der Muskulatur ist. Wenn ich dann diese 200 Gramm mal 3 rechne, kommen nochmal 600 Gramm Wasser dazu, die in der Muskulatur wegen dem Glykogen gespeichert werden. Das heißt, 200 Gramm plus 600 Gramm sind schon mal 800 Gramm Gewicht. Nur Glykogen plus Wasser. Das heißt, die 59,8, die ich gestern hatte, plus 800 Gramm, das heißt, ich wäre heute schon mal bei 60,6. Dann kommt vielleicht dazu, dass meine Verdauung heute ein bisschen träger ist, weil es einfach ein bisschen mehr Essen war. Ja, und schon bin ich bei 61,0. Und es geht halt so, so schnell, dass es hochgeht, aber es geht auch so, so schnell, dass es runtergeht. Und ich habe Energie, ich bin heute aufgewacht, ich hatte keinen Hunger. Also die Mahlzeit, die ich gerade gegessen habe, das war richtig gut. Ich fühle mich gerade richtig gesättigt, bin überhaupt nicht hungrig. Bin voll Energie geladen. Habe heute ein Beintraining. Freue mich richtig, richtig doll darauf. Mache mein Cardio heute wieder abends, damit ich fresh bin für die Beine. Und mache dann heute Abend eine Stunde Stairs. Werde nochmal dann ins Gym fahren, denke ich. Und ansonsten ist mein Intra gestern angekommen in Peach. Und ich freue mich so nochmal doll drauf, das zu probieren. Ich darf 30 Gramm vom Intra trinken im Training. Und yes, extra Carbs, extra Proteine, extra Pump. Und das kann einfach nur gut werden heute. Oh, und ich habe Formbilder gemacht. Und ich finde, die sind wirklich gut. Ich finde, ich sehe voll aus, gerade von hinten. Und das hat Stefan auch gesagt.
Ich schreibe gerade einen Artikel. Und zwar hat mich eine Freundin, die ich im Business Coaching kennengelernt habe, gefragt, ob ich in ihrem Buch ein Kapitel schreiben möchte. Und sie macht das mit ihrem Mann und die schreiben an Jugendliche, die gerade aus der Schule kommen, in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung, in Bezug auf Mindset, in Bezug auf alles, was so im Leben auf einen wartet. Und ich kann mich damit total identifizieren. Und ich schreibe ein Kapitel über Angst und über Ängste überwinden, sich Ängste zu nutzen machen. Ich hatte so ein bisschen keinen Bock, das zu schreiben, weil ihr kennt das, wenn man sowas anfangen muss, das ist immer anstrengend. Aber ich bin gerade voll im Flow drin und es macht mir gerade voll viel Spaß, weil es ja voll mein Thema ist, wie ihr wisst. Tja, wenn es fertig ist, dann werde ich euch auf jeden Fall das Buch verlinken, weil sie haben schon den ersten Teil davon rausgebracht. Den habe ich gelesen. Das ist nicht nur für Jugendliche, sondern es ist total leicht geschrieben und prima an Jugendliche gerichtet. Aber ich konnte da auch so viel nochmal mitnehmen. Ja, das wird bestimmt voll cool. Okay, ich habe mich fertig gemacht und mir gerade mein Pre-Workout gemacht. Ich habe endlich wieder Vayu Rice Pudding, Leute. Ihr habt gesehen, ich musste die letzten 5 Wochen Cream of Rice nutzen. Und die ist auch gut, die ist lecker, die ist so wie Hip oder DM Reisbrei zum Beispiel in Deutschland. Aber der wesentliche Vorteil vom Vayu Rice Pudding ist der hydrothermische Aufschluss. Das bedeutet, dass die Stärke im Herstellungsverfahren vorverdaut wird. Dadurch kann die eben leichter die Magen-Darm-Passage durchdringen und im Endeffekt stehen die Kohlenhydrate schneller zur Verfügung für die Energie. Aber auch, sie sind leichter zu verdauen. Das heißt, man hat kein Völlegefühl und man denkt eigentlich vorm Training, man hätte nichts gegessen in Bezug auf die Fülle im Bauch. Und ich hasse Fülle im Bauch im Training ganz schlimm. Und nicht, dass ich jetzt super, super voll war nach den Reisflocken immer, aber das ist einfach wirklich nochmal ein Unterschied vom Rice Pudding. Und der ist von der Konsistenz auch ein bisschen anders. Der wird halt wirklich ein richtiger Pudding, wenn man den mit Wasser aufgießt. Muss erstmal kurz ziehen lassen, 1-2 Minuten. Dann wird der richtig wie ein Pudding. Und dann kann man da Proteine reinrühren. Man kann den zum Beispiel auch herzhaft essen, wenn man ihn als Reisersatz essen möchte. Und das ist einfach das allergeilste Pre- und Post-Workout-Meal, was man sich geben kann für die Leistung und halt auch für die Verdauung. Und natürlich mein Intra in Peaches angekommen und ich habe ja kein Intra mehr drin gehabt, leider. Steffen hat es mir rausgecuttet. Ich habe ihn aber gestern gefragt, ob ich das Intra Peach probieren darf heute im Training und er hat gesagt, ja, ich darf heute 30 Gramm im Training trinken und ich freue mich so, so sehr, 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 sehr darüber, weil das Intra, ich habe es gemerkt, als es raus war, ich hatte nicht mehr so ein geiles Muskelgefühl und die Leistung ist auch ein Tick runtergegangen, beziehungsweise, ja, ich habe schon gespürt. Deswegen will ich jetzt diese 30 Gramm absolut nutzen. Intra Peach soll halt auch so geil schmecken. Ich habe es von allen anderen gehört und ich habe eben schon gerade dran gerochen. Ich freue mich so sehr drauf. Peach ist grundsätzlich überall in meiner Lieblingsgeschmacksrichtung. Wildberry ist schon geil. Und ich kann mir nur vorstellen, dass Peach dann noch geiler wird. Yes. Und die Vorteile vom Intra halt ganz, ganz klar. Du hast halt ganz schnell verfügbare Kohlenhydrate in Form von Clostridium im Blut. Du hast Pepto Pro im Blut. Das ist quasi ein Eiweiß. Du hast Pepto Pro im Blut. Ein super, super schnell verdauliches Eiweiß und im Vergleich zu EAA ist halt ein vollwertiges Eiweiß. Das heißt, es kann dem Körper einfach noch besser für den Muskelaufbau zur Verfügung stehen. Du hast Inhaltsstoffe, die den Pump lang anhalten. Das heißt, du hast nicht nur durch den Pump Booster am Anfang einen Pump, sondern du hast halt das ganze Training einen Pump. Du hast eine bessere Zellhydration und im Endeffekt eine bessere Regeneration, mehr Kraft und du hast mehr Trainingserfolg. So, der Sinn der Sache hat halt 200 Kalorien. Deswegen wurde es mir schon rausgestrichen, weil meine Kalorien ja schon relativ niedrig sind. Ihr Lieben, es gibt mal wieder einen Kommentar von mir, einen Live-Kommentar des heutigen Beintrainings. Und es lief heute sehr, sehr gut. Ich habe wieder Beine 3 trainiert, habe mit Kickbacks begonnen, klassisch. Und ihr wisst, diese Maschine, ich feiere die unnormal, die im Iron University zum Beispiel, habe ich nicht so gefeiert. Und Grund hierfür ist vor allem, dass du vorne gut in den Stretch reinkommst, habe ich auch schon häufig gesagt. Wichtig auch bei den Kickbacks, wenn ihr sie am Kabel macht. Geht vorne mit in den Stretch rein, weil wenn ihr den Muskel dehnt, könnt ihr ihn in der maximalen Dehnung einmal kontrahieren und könnt dann aus dieser Kontraktion die Bewegung ausführen. Das heißt, ihr geht mit dem Knie nach vorne, spürt die maximale Dehnung im Glut
und spannt dann euren Po an, bevor ihr kickt, den Po anspannen und dann kickt ihr maximal nach oben bis in die volle Range of Motion, bis ihr wirklich den Glute einmal von Ursprung nach Ansatz in der Vorstellung maximal zusammengeführt habt. So, dann hätte ich normalerweise Ausfallschritte, hab aber seit letzter Woche diese Step-Ups im Plan. Ich habe die jetzt getauscht und Stefan hat es abgesegnet. Er meinte, das ist auch richtig, richtig gut, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut ich diese Übung spüre. Ich finde, die sieht relativ quadlastig aus, weil man das Knie schon ein bisschen nach vorne schiebt. Aber hier ist es wirklich das Ziel, den Po nach hinten zu drücken und das Knie nicht über die Fußspitze kommen zu lassen. Nicht, weil es ungesund ist fürs Knie, sondern weil ihr dadurch eine viel, viel bessere Glutaktivierung reinbekommt könnt und weniger Quad reinbekommen könnt. Ihr könnt das zum Beispiel auch machen, wenn ihr euch eine Box nehmt, also weil diese Vorrichtung, die gibt es vermutlich nicht in so vielen Gyms. Wenn ihr euch eine Box nehmt und euch zum Beispiel dann an einem Squat Rack oder irgendwo an einer Sprossenwand irgendwo festhaltet. Es geht ja nur darum, dass ihr euch vorne festhalten könnt, damit ihr euch richtig schön hinten reinsetzen könnt, wirklich den Glutfokus haben könnt und euch richtig, richtig gut hochdrücken könnt. Aus der maximalen Hocke sozusagen. Schaut, dass ihr so weit runtergehend geht, wie ihr könnt. Schaut, dass ihr unten auch nicht bounced und dass ihr oben die Hüfte nicht zu sehr nach vorne schiebt, damit ihr den Fokus und die Spannung im Glut behalten könnt. Also wie gesagt, für mich voll der Game Changer. Ich habe es sogar gespürt. Man braucht 15 bis 20 Reps ungefähr und kein Gewicht und da geht einiges in den Glut rein. So geil. Dann gibt es für mich als drittes immer Beine 3 Tag Adduktoren, weil Adduktoren ja auch eine Schwäche von mir sind. Deswegen sind die an dem Tag am Anfang mit dabei. Ich habe die in jedem Beintraining drin und ich muss sagen, ich spüre sie gut, aber nicht maximal krass gut. Also da bin ich jedes Mal immer so ein bisschen auch am Ausprobieren und das ist auch eine Übung, wo ich sehr, sehr viel Konzentration brauche. Was mir am meisten hilft, ist, wenn ich mich nach vorne reinbeuge und wirklich somit nur die Adduktoren drin habe und nicht so viel vom Quadrizeps damit hilft. Dann bin ich weiter zu einer neuen Beinpresse, weil die anderen Beinpressen, die ich sonst nutze, die Squat Press, die mag ich eigentlich am liebsten, weil die besetzt war. Und ich bin super froh, dass die besetzt war, weil ich dadurch diese neue Beinpresse ausprobiert habe. Die war richtig, richtig geil. Also ihr seht, ich habe die Füße sehr weit oben platziert und dadurch einen guten Glutfokus reinbekommen. Ich habe die Füße auch leicht nach außen gedreht und auch relativ breit aufgestellt und dadurch dann die Knie richtig schön nach außen gezogen, um noch einen besseren Glutstretch zu bekommen. In diesem Satz, den ihr seht, war ich nicht so ganz happy mit der Range of Motion. Ich hatte da 4 Plates pro Seite und war da ein bisschen unhappy, weil es war ein Tick zu schwer. Ich hatte, glaube ich, 12 Wiederholungen gemacht, wobei die letzten aber von der Range of Motion nicht optimal waren und bin dann beim zweiten Back-Off-Set dann mit 2 Plates runtergegangen, also war ich bei 3 Plates zur Seite, konnte dann eine bessere Range of Motion machen. Das ist so etwas, das schreibt man sich auf und das weiß man dann fürs nächste Mal, dass man quasi, ich hätte dann quasi 4 Plates genommen auf einer Seite und 3 auf der anderen Seite. Aber grundsätzlich war die richtig, richtig gut, kann ich euch empfehlen, wenn ihr die mal irgendwo in einem Gym habt oder seht. Danach ging es für mich weiter an einen sitzenden Beincurl. Spüre ich auch in der Regel gut, wenn das eine gute Maschine ist. Und das ist eine gute Maschine gewesen. Ich liebe es, wenn es den Beinburger wegbrennt. Und das klappt nicht immer. Also wie gesagt, je nach Maschine, auch manchmal im Liegen nicht so gut. Stehen ist bei mir eigentlich ganz schlecht. Deswegen habe ich immer Sitzen oder im Liegen. Aber dann, wenn es läuft, dann läuft es. Und da ist mir der Curl auf jeden Fall richtig gut reingegangen. Auch hier wieder in die Dehnung gehen. Das heißt, die Beine oben strecken. Und dann wirklich mit einer fließenden, konstanten Bewegung die Bewegung ausführen. Danach gab es Hyper-Extensions, mein absoluter Favorit. Also ich liebe die auch am Beintag 3 nochmal am Ende, weil ich dann weiß, ein guter Glute und Hamstring-Pump ist immer nochmal safe am Ende, egal was vorher ist. Genau, ich habe das glaube ich schon 30 Mal erklärt, aber was ich immer mache, ist meine Knie leicht beugen und dann natürlich den Oberkörper sehr, sehr einrunden und aus dem Glut ziehen. Stellt euch mal vor, dass am Po, am Steißbein, eine Schnur festgemacht ist und diese Schnur wird von oben hochgezogen und euer Steißbein wird quasi nach oben
nach oben gezogen und nicht euer Rücken. Ja, weil die Vorstellung, dass euer Rücken nach oben gezogen wird, belastet den unteren Rücken zu stark und ihr wollt hier wirklich Glute und Hamstring-Fokus setzen. Dann bin ich noch zur Abduktionsmaschine und das ist diese Maschine, die es auch im Ion University gibt. Die ist ein bisschen speziell, da setzt du dich rein und da hast du so ein bisschen anderen Winkel, in dem du presst. Und wenn du vorne die Knie zusammenführst, dann geht die Spannung eigentlich so gut wie verloren. Das heißt, du musst die Range of Motion gezwungenermaßen ein bisschen verkleinern, damit du die Spannung vorne nicht verlierst. Und dadurch kannst du nicht so gut in den Stretch reinkommen. Aber ich habe die trotzdem gemacht, weil ich die wirklich gut im oberen, äußeren Glut spüre. Da geht sie nochmal anders rein als jetzt eine reguläre Abduktion. Und genau, da kann man auf jeden Fall auch Muskulatur aufbauen. Das könnte nicht schaden. Und von daher variiere ich da einfach dran, so ein bisschen, solange ich jetzt hier bin. Und schaue, dass ich da beide Varianten mit drin habe. Dann gab es noch Waden, die ich vergessen habe zu filmen. Ich saß bei der letzten Wiederholung der Wade und dachte mir so, scheiße, vergessen zu filmen. Aber ich glaube, das verzeiht ihr mir und das verkraftet ihr auch. Genau, aber Wadenheben gibt es in jedem Training am Ende. Und wieder in Zelle. Drin ist es immer so dunkel im Gym gefühlt und kommst du raus und die Sonne erschlägt dich. Aber I won't complain. Das Training war richtig gut. Ich habe auf der Uhr nicht so viel verbraucht. Also meine Herzfrequenz war nicht so hoch. Ich glaube, weil die Klimaanlage im Gym einfach ein bisschen stärker an war und ich gar nicht so doll geschwitzt habe. Das heißt, mein Herz musste nicht so viel arbeiten. Verlasst euch also nicht auf den Verbrauch eurer Uhr, bitte. Das hat gar nichts auszusagen, weil ich hatte heute so ein geiles Muskelgefühl. Ich hatte so einen geilen Pump. Die Carbs von gestern haben so viel ausgemacht. Es war richtig gut. Es ist crazy, wie tagesformabhängig das ist. Ihr wisst, vor zwei Tagen wollte ich noch alles abbrechen und aufhören, weil ich mich zu dünn gefühlt habe. Heute fühle ich mich wieder gut. Ich fahre jetzt nach Hause, werde essen und dann habe ich ein paar Calls. Muss ein bisschen arbeiten, dann komme ich später wieder für Cardio und Posing. Und irgendwie der Beach-Trip hat mich gestern voll hyped gemacht auf Beach. Vielleicht, ganz vielleicht, wahrscheinlich werde ich es nicht schaffen, aber fahre ich heute Abend nochmal an Beach, um nochmal ein, zwei Stunden da mich hinzulegen. Und da kann ich ja auch arbeiten. Grüß an Urs! Nachmittagstief, lässt grüßen. Ich bin gerade unschlüssig, ob ich kurz 20 Minuten nappen soll. Ich nappe jetzt 20 Minuten, stelle mir einen Meter plus kalt, dann kann ich den nach dem Nap direkt wegexen und damit gearbeitet und dann gibt es später noch Cardio. Juhu! Ich hatte einen semi-erholsamen Nap, 20 Minuten, naja. Hab jetzt gearbeitet, jetzt gibt es noch eine Mahlzeit. We are back to the no-carb meals. Die gab es vorhin schon mit einmal 30 Gramm Creme Fries. Dann arbeite ich zu Ende und dann geht's Cardio machen. Let's do it! 1 hour! Ich bin geduscht und das fühlt sich so gut an nach so einem langen Tag und zwei Trainings, wo zwischen ich nicht geduscht habe, weil sich das einfach nicht lohnt. Maximal geiles Feeling. Jetzt gibt es meine letzte Mahlzeit. Leute, ich war heute maximal innovativ. Ich habe so Bock auf Final Protein. Ich habe jetzt gerade 30 Gramm Final Protein mit minimal Wasser angerührt. Ein Schuss. Habe das 20 Sekunden in die Mikrowelle gepackt. Das ist einfach richtig hart. Keine Ahnung, warum das so hart geworden ist. Und 40 Gramm Mandelmus oben drauf. Das passt halt von den Makros genau. Ich habe Stefan nicht gefragt, ob ich das machen kann, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er das approved. Weil warum nicht? Ich durfte ja auch Mandelmus austauschen gegen Avocado, Lachs gegen Eier. Also kann ich auch Final Protein austauschen. Und ich habe mir jetzt einfach mal die Freiheit genommen. Guckt euch das mal an. Wow, quasi Quark. Nur Final Protein. Ich freue mich richtig doll drüber.